Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in diesem Wachhaus angekommen, haben uns hier weiter erkundet, haben ein paar Spinnen erledigt, haben Barry und Wesker belauscht, wie sie da irgendwas gesprochen haben, von wegen Zerstörung der Stars. Sehr interessant, und ich habe mich hier beim letzten Mal übelst erschrocken wegen diesen Bienen hier, die hier rauskamen. Wo sind denn die Bienen? Da kommen irgendwo Bienen raus, okay. Und wir haben beim letzten Mal hier dieses Schloss aufgemacht. Für diese Tür. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal direkt mal weiter um. Was haben wir denn hier? Was ist das denn, Leute? Ganz viele Flaschen. Aber das würde ich sagen, das brauchen wir eigentlich doch gar nicht, oder? Wartet mal. Ein Wasserhahn. Diese vielen Flaschen hier, die brauchen wir doch eigentlich noch gar nicht, oder was? Da ist irgendwas geschrieben auf der Wand. 1 plus 2 ist 3, 3 plus 4 ist 7. Irgendwelche Rechenaufgaben. Ja, okay. Da ist irgendwas geschrieben, aber diese Flaschen, die brauche ich noch nicht. Nee, Leute, das ist für später. Ich würde mich gerne erstmal weiter hier erkunden. Hier umgucken. So, was gibt's denn? Da ist ein Wespennest! Deshalb also. Nimmst du den Schlüssel? Ja, klar. Dann geh bitte direkt. Da kommt was raus. Checken, überprüfen. Ist das der Zweier? Es ist der Zweier-Schlüssel, Leute. Das heißt, wir können da in diesen Raum da rein. Okay, und... Lauf, da kommen Bienen raus. Eklig. Das ist ekelhaft. Okay, was ist hier? Das ist verschlossen. Das ist der Dreier-Schlüssel. Und, oh Gott, ich muss unbedingt mal hier raus. Ich muss unbedingt mal hier raus. Diese ekelhaften Bienen, ey. Puh. Weil da möchte ich nämlich jetzt noch, da drin ist noch eine Tür. Die möchte ich noch kurz mitnehmen. Das ist der 3D... Das Dreier-Schloss da hinten. Und was ist hier? Die bewegt sich nicht. Die scheint blockiert von der anderen Seite zu sein. Okay, Map, sagst du uns noch irgendwas? Tatsächlich, nur die beiden Türen. Okay, das heißt, die Zweier-Tür ist offen. Die Tür, wo wir das mysteriöse Gespräch drin gefunden haben. Ja, zwischen Barry und Wesker. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das doch nochmal an hier. So, 02 Schlüssel gefunden. Und der kann weg. Ja, bitte weg. Okay. Und rein da, los. Wir wissen, was die da labern. So. Wie, hier ist keiner drin? Hä? Was? Wie, hier ist keiner drin? Die waren doch eben hier drin, Mensch. Naja, gut. Wir haben eine neue Karte gefunden von diesem Dormitory. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber... auf jeden Fall irgendwas... ein Bereich halt. Wow, guck mal. Okay. Wir haben also quasi dieses Guardhaus komplett erkundet. Nur halt diese Türen da, die halt noch nicht aufgehen, ne? Gut, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil. Und hier können wir wieder unseren Dietrich benutzen, da ist bestimmt wieder Schrotmoney drin. Perfekt. Wir kriegen wieder Schrotmoney, ist das nicht geil? Und ja, ich bin nach wie vor in dieser einen Aufnahmestation zugange. Oh. Und wir haben hier einen Bericht über die Pflanze 42. 4 Tage sind vergangen seit dem Unfall und eine Pflanze an Punkt 42 ist sehr schnell am Wachsen. Die Pflanze wurde von einem T-Virus beeinflusst, anders beeinflusst als andere Pflanzen und zeigt einzigartige Formen im Gegensatz zu ihrer Größe. Wenn wir sehen, wie sie sich verhält, ist es jetzt schwer herauszufinden, was für eine Pflanze es ursprünglich war.
Okay. Es sind zwei Wege. Es gibt zwei Wege, durch diese Pflanze 42 Nährstoffe erhält. Der erste Weg ist durch ihre Wurzel, das im Keller, die im Keller haust. Die unverzüglich nach dem Unfall ist ein Wissenschaftler sauer geworden und hat den Wassertank im Keller im Arsch gemacht. Okay. Jetzt ist der Killer voll mit Wasser. Es ist einfach vorstellbar, dass ein paar chemikalische Elemente sich in das Wasser gemischt haben und so das sehr schnelle Pflanzenwachstum der Pflanze 42 begünstigt haben. Okay, es geht hier also um eine Pflanze. Ein anderer Teil der Pflanze 42 aus dem Keller wächst durch die Wände und hängt dann runter wie Glühbirnen von der Decke vom ersten Geschoss. Ja, das haben wir, glaube ich, sogar schon gesehen, ne? Diese blauen Ranken, die da überall waren. Viele Stränge kommen aus. Der Secondary Source. Viele Stränge kommen aus den Glühbirnen und das ist die zweite Quelle ihrer Nahrung. Okay. Sobald die Pflanze 42 Bewegungen erkennt, schießt sie ihre Ranken um das Ziel und hält es. Dann fängt es an, das Blut auszusaugen mit ihren Saugnäpfen an jedem Strang. Ach du Scheiße. Okay. Sie scheint intelligent zu sein. Es blockiert die Tür, indem sie die Ranken um sie wirft und speziell wenn die Beute schläft oder gelähmt ist. Boah, das ist ziemlich heftig. Einige Mitarbeiter sind dieser Pflanze bereits zum Opfer gefallen. 21.2.98 Henry Sarton. Aha, Pflanze 42 also. Die treibt hier irgendwo hier ihr Unwesen. Und hier sind zwei Schränke. Und die müssen wir einfach verschieben, liebe Leute. Die müssen wir einfach verschieben. Weil ihr seht da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Und da können wir gleich runter. Allerdings, Leute, möchte ich erstmal gucken. Ja, Pflanze 42 im Keller. Na, das ist natürlich interessant. Das ist interessant. So. Also dieses Haus ist von einer Pflanze befallen. Ach du Scheiße. Okay. Schieß ihm den Kopf weg. So, das war der Kopf wegschießtrick. Und hier haben wir nochmal Woody. Okay. Zum Glück haben wir eine Schrot, ey. Wirklich. Gibt's hier sonst irgendwas außer die Muni? Nichts Spezielles? Das hast du immer zum Klo, ne? Kein Wasser übrig. Nee. Okay, Leute. Kein Wasser übrig. Nur das? Im Klo? Okay. Interessant. Dann müssen wir wohl tatsächlich... Weil das ja der einzige Weg scheinbar ist, ne? In Zimmer Nummer 2. Ah, nee, das kann auch nicht sein. Doch, wartet mal. Es kann sein, dass da einer von den beiden, Barry und Wesker, dass einer runtergegangen ist und der andere hat dann den Schrank wieder davor geschoben. So wie es jetzt auch ist. Aha, also die kennen scheinbar mehrere Sachen. Und Barry ist halt nicht so auf dem Trip wie Wesker. Okay, da ist eine Leiter. Willst du runtergehen? Ja, klar. Dann geh mal runter. So. Um Gottes Willen. Boah, was ist das denn hier? Ah, das ist aber relativ übersichtlich. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Gang.
Eine Kiste, UMB. Noch eine Kiste, UMB. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken. Aha. Leute, seht ihr das? Da ist Wasser und in dem Bereich will Jill einfach nicht rein. Ja. Da kommst du nicht rein. Die kann da zwar reinspringen, aber nö, ist nicht. Was wir hier machen müssen, ist einfach, wir müssen diese Kisten da reinschieben. Klopf. Ganz genau, Leute. Ganz genau. Und genau, das sind nämlich drei Kisten, die wir da reinschieben müssen. Jetzt komme ich wieder ein bisschen mehr in die Erinnerung. An dieses Schieberätsel kann ich mich noch erinnern. Und die eine da von da hinten, die fehlt noch. Okay. Bei der müssen wir es jetzt ein bisschen anders machen. Die müssen wir nämlich erstmal außen rum schieben. Genau hier, an die Wand. Und dann so hinschieben, weil man ja bei Resident Evil nicht ziehen kann. Das ist ja hier unmöglich. Ne, also von daher. Schieb diese UMB-Kiste, Jill. Was auch immer diese UMB-Kiste ist, aber... Es kommt mir hier so vor, als würden wir hier irgendwie in ein Labor eindringen oder so. Mein Gott. Oder? Die Musik ist auch überall anders. So, dann schieb die Kiste bitte in das Wasser. Zack, und wir können drüber. Ist das nicht gut? Zwei Kräuter. Zwei grüne Kräuter und dann bin ich auch schon wieder voll. Scheiße, Leute. Dann bin ich auch schon wieder voll hier. So ein Mist. Na gut, dann muss ich leider nochmal zurück. Es tut mir leid. Aber ich brauche halt Platz. Ne, das ist es halt. Ja, kletter die Leiter hoch, chill. So, dann raus hier. Ich muss unbedingt in die Kiste. Ich muss zur Kiste und Sachen ablegen. Ja, das war ja... Nee, das war nicht hier. Nee, nee. Das war... Noch weiter durch. Mist. Das ist mir jetzt ein bisschen weit weg. Aber, naja. Ist halt nötig, ne? Genau, Leute. Diese Stelle hier. Das ist tatsächlich die Pflanze 42, die hier sein Unwesen treibt. Und deswegen mussten wir einfach diese Statue da drauf stellen. Genau. Alles klar. Liebe Leute, so. Dann würde ich sagen, Kräuter weg. Den Schlüssel-Kontrollraum-Schlüssel, den werden wir gleich brauchen, das weiß ich. Und Kräuter weg. So, wo haben wir denn hier unser Farbband? Da. So. Alles klar, dann misch die bitte zusammen. Oder lege ich die auch direkt wieder weg? Weil Farbbänder brauche ich im Moment nicht, ey. So, dann... Boah, die Kiste wird immer voller. So. Aber, ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen... ja, freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 1. Director's Cut. Und, ja. Wie wir jetzt hier weiter dieses, Wachhaus erforschen. Und, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in das Zimmer Nummer 2. Ja. Komisch, ne, wo Barry und Wesker sind, das weiß man nicht. Alles klar. Und dann sind wir schon wieder da. Und diesmal ist der Schrank komplett weg. Ach, beziehungsweise er steht links, okay. So kann man es natürlich auch machen, klar. So kann man es natürlich auch machen. Gut, Leute. Dann sind wir jetzt hier wieder in diesem Keller. Ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich weiß auch nicht. So, dann das Kraut bitte mitnehmen. Und dann habe ich jetzt noch einen Platz frei. Oh Mann. Boah. Okay.
Boah, wir sind hier im Wasser, krass. Leute. Okay. Voll im Wasser hier. Ja, das haben wir ja eben gelesen, ne? So gut, das heißt, wir haben hier rechts einen Raum. Oh mein Gott. Ist das langsam. Okay. Das ist also der Kellerbereich hier. Oh! Schaut mal da, da ist eine Wurzel. Haha. Das ist die Wurzel von Pflanze 42. Liebe Leute. Und da dürfen wir nicht zu nah rangehen, weil sonst, ja, kriegen wir Haue. Diese Wurzel müssen wir gleich mit einer Chemikalie erledigen. Genau, wir müssen uns gleich eine Chemikalie zusammenmischen. Und diese Wurzel dann erledigen. Aber, ja, dieser Kellerbereich sieht schon nach Labor aus, ne? Boah, ist das übel. Der Kellerbereich sieht stark nach einem Labor aus. Ach du Scheiße. Fische! Fische! Hey! Hey, 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 hey! Was zur... Was... Was zur Hölle? Oh mein Gott! Ey! Jetzt hört doch auf, Mann! Lass mich doch hier raus! Kann ich darauf schießen? Kann ich! Ah! Was ist denn das hier? Was zur Hölle? Gut, dann lauf weg einfach. Lauf einfach weg. Das sind Haie. Oh mein Gott, ich muss das unbedingt resetten hier. Ich muss das resetten. Um Gottes Willen. Lauf hier rein. Schneller, der hat dich gleich. Was zur... Was zur Hölle, eh. So. Ich glaube, darauf schießen, das bringt nichts. Oder mal wobei, man kann, glaube ich, jeden Gegner hier killen. Ich weiß es nicht, Leute. Oh Mann. Ich habe irgendwie Schiss hier. Wegen diesen Haien da. Oh mein Gott. Okay, da ist verschlossen. Da ist kein Schlüsselloch. Oh Mann. Okay, wir haben diesen Kontrollraumschlüssel benutzt. Na Gott sei Dank. Okay, schmeiß den weg, Jill. Schmeiß den weg. Ich habe keine Medizin mehr. Das ist unangenehm hier, ey. So. Puh. So. Oh. Hier läuft ein Alarm oder so. Ein spezielles. Was ist das da? Das ist gar nichts. Hier läuft ein Alarm. Da ist ein Schalter. Willst du ihn bedrücken? Ja klar, mach mal. Ah, das Wasser wird hier abgesaugt. Nice, Leute. Das heißt, wir sind bei den Fischen erstmal sauber. So, okay. Alles klar. Oh, das ist echt technologisiert hier dafür, dass das nur in einem Herrenhaus sein soll. Tch. Was ist das hier für ein Schalter? Da ist ein Schalter. Willst du ihn drücken? Ja, mach mal. Da ist ein Geräusch von der anderen Seite. Aha, okay. Das heißt, die andere Tür ist jetzt offen. Sehr schön. Oh, diese Mucke, ey. Haha, und die Fische? Haha, die können nichts mehr. So. Alles klar, das heißt, wir müssen... Oh, zwei Magazine da oben. Die sind nass und nutzlos. Aber das hier nicht. Wir leben jetzt, wir sind jetzt nur ein lebender Waffenschrank. Im gelben Bereich sind wir, okay. Ja gut. Dann, oh, diese Mucke hier, ey. Sie sind fett, sie sind nass und nutzlos. Ja, die sind nass und nutzlos, okay. Oh, nochmal, noch mehr. Was ist das? Ah, noch ein Schlüssel, Leute. Ist das vielleicht dieser Dreier-Schlüssel? Ja, ist okay. Check. Tada, das ist der Dreier-Schlüssel. Sehr schön. 003-Schlüssel, sehr gut. Das ist also ein Gasthaus oder so. Dann nehmen wir nochmal die restliche Muni mit. Oh mein
Gott, ey, das ist so ein... Wir sind so ein Waffenschrank mittlerweile. Schaut euch das an. 54 Shotgun-Muni, 60 Pistolen-Muni. Die sind nass und unbrauchbar. Okay, die sind alle nass und unbrauchbar. Okay. Ja, das heißt... Diese ganze Mühe hier unten... Nur für diesen Dreierschlüssel. Okay. Die Fische, ey. Die haben mich eben so abgefuckt. Und jetzt mache ich die kaputt. Diese Haie. Ja, obwohl, ist das Muni-Verschwendung vielleicht? Nein, die liegen im Weg. Die liegen im Weg, Mann. So. Die liegen echt im Weg hier. Ja, gut. Ich kann die sogar kaputt machen. So. Okay. Dieser Hai. Den muss ich unbedingt wegmachen hier. So. Ein Schuss reicht da auch schon. Ah, gut. Okay. Da lagen die genau vor der Tür, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Sodass ich die echt kaputt machen musste. Ja, okay. Interessant, liebe Leute. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier unten echt alles außer die Wurzel jetzt erstmal, ne? Boah, diese Mucke hier. Genau, Leute. Wir haben hier alles außer die Wurzel. Ja. Lassen wir die Wurzel erstmal Wurzel sein. wir müssen uns ja gleich noch diese Chemikalie zusammenmischen. Genau, liebe Leute. Und ich glaube, wenn wir diese Wurzel dann erledigt haben, dann haben wir auch Pflanze 42 erledigt. Und, ja. Das ist allerdings was, was ich glaube, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die Dreiertür hier rein. Die war ja da. So, den Dreierschlüssel haben wir benutzt. Sehr schön. Der kann dann auch direkt weg. Ich meine, wofür denn diese ganze Mühe hier? Hä? Wofür diese ganze Mühe? Das macht jetzt alles noch keinen Sinn, dass wir hier sind, aber... Gut, was haben wir hier? Erstmal aufs Klo. Erstmal aufs Klo. So. Ach du Scheiße, das ist aber zu nah. Oh. Okay. Aha. Schaut mal da, was da auf dem Boden liegt. Brandmunition. Ha, ich wusste es doch. Leute, ich wusste es doch. Da drin sammelt sich Staub an. Das Badetuch ist dreckig. Ja, sowas, Chill. Meine Güte. Das Klo, musst du jetzt aufs Klo? Nö. Okay. Gibt's hier sonst irgendwas außer die Muni? Nichts Nützliches, okay. Was denn? Nee, okay. Aber du siehst dich im Spiegel. Siehst hübsch aus, ne? Okay. Dann haben wir jetzt erstmal Sprengmuni, beziehungsweise Brandmunition gefunden. Oh mein Gott. Krass. So, was haben wir hier jetzt noch? In diesem Zimmer? Ist hier irgendwas, was wir hier machen können? Nein. An dieses Zimmer kann ich mich so null erinnern. Aha, Leute. Ich weiß, was hier Sache ist. Schiebst du den Schrank zur Seite? Nein. Ich weiß, was hier Sache ist. Wir brauchen dieses rote Buch. Eine Reihe roter Bücher. Hier ist ein weißes Buch. Nimmst du es raus? Ja klar, nimm raus. V-Jolt-Report. Aha. Wie ich in meinem letzten Report schon beschrieben habe, gibt es ein paar Eigenschaften in den Zellen der Pflanze, die mit dem Tyrant-Virus infiziert wurden. Aha, Tyrant-Virus. Okay. T-Virus. Ah, okay, Umbrella. Okay, Umbrella. Wir haben auch andere interessante Fakten herausgefunden durch einige Experimente. Wir haben ein Element gefunden, das diese Pflanze zerstört. Sehr schnell zerstört in UMB Nummer 16. Aha.
UMB? Diese Kisten, die wir da in der letzten Folge verschoben haben. Erinnert ihr euch? UMB. Eine aus der Serie der UMB-Chemikalien, die wir für das Experiment benutzt haben. Wir haben dieses UMB Nummer 16 V-Jolt genannt. Okay. In unserer Berechnung dauert es weniger als 5 Sekunden, um Pflanze 42 zu zerstören, wenn sie das V-Jolt direkt auf die Wurzel auftragen. Aha, seht ihr? Das, was ich eben meinte. Wir müssen die Chemikalie bauen für die Wurzel. Okay. Du brauchst zum Mischen ein paar UMB-Chemikalien in einer speziellen Reihenfolge, um V-Jolt zu erschaffen. Aber die UMB-Serie, die UMB-Chemikalien, generieren eventuell ein giftiges Gas, welches für den menschlichen Körper schädlich ist. Extreme Vorsicht sollte daher unbedingt eingehalten werden, wenn sie mit den Chemikalien arbeiten. Oh, scheiße. Okay. Folgend sind die Typen der UMB-Chemikalie und deren kurzen Charakteristics aufgelistet. UMB Nummer 2, rot. NP03, lila. UMP004, grün. Yellow 06, yellow. Was? UMB Nummer 7, weiß. UMB Nummer 13, blau. Stimulierender Geruch. Okay. V-Jolt, UMB Nummer 16, braun. Okay. Sieht mir wie eine Anleitung aus, ne, wie man dieses V-Jolt macht. Jetzt ist ein Buch fehlt. Das heißt, wir müssen nochmal zurück, ohne Scheiß. Wir müssen uns dieses rote Buch holen, okay, Leute. Dann gehen wir mal eben schnell dahin. Das dauert ja jetzt nicht mehr so lang. Und ja, Leute, V-Jolt müssen wir herstellen. Wir müssen also Chemikalien mischen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bin falsch gelaufen, ich Idiot. Und holen uns jetzt noch das rote Buch. Und holen uns mal wieder Medizin dringend. Ich laufe ja ohne Medizin rum. Und würde ich sagen, sind wir auch schon fast durch mit der Folge wieder. Das geht so schnell, ne? Unfassbar. So. Dann, liebe Leute. Gut, dann legt die Sprengmuni die unbedingt weg. So, die brauche ich auch nicht. Ich brauche dieses rote Buch. Da. Und ein paar Kräuter wären nicht schlecht. Habe ich noch ein rotes? Da ist noch ein rotes. Perfekt. Perfekt, liebe Leute. Okay, dann können wir nochmal in diesen Raum da zurück. Und da dieses Buch einsetzen. Gucken, was dahinter ist. Beziehungsweise, was da passiert, wenn wir das Buch einsetzen. Und dann würde ich sagen... Jo, machen wir Schluss für die Aufnahmesession heute. ist ja schon eine Weile, wie ich hier aufnehme. 2 Stunden schon am Stück. Mein Hals kratzt langsam. Das ist, ja, das ist halt die Sache, wenn man so lange aufnimmt, ne? Aber Resident Evil packt einen halt. Was soll ich sagen? Gut, Leute, dann sind wir jetzt hier wieder. Setzen noch eben das Buch hier ein. Genau davor stehen. So. Genau. Oh, und da öffnet sich eine Tür. Ist da viel drin? Wartet mal. Ich habe ja eine Karte. Da ist ein Riesenraum. Nein. Das machen wir mal schleunigst nicht. Weil das hier ist der Raum, wo die Pflanze drin ist. Leute.
Okay, das heißt, wir müssen als nächstes tatsächlich diese Chemikalie zusammenmischen. Gut, dann geh bitte in den Chemikalienraum hier und dann machen wir das gleich mal. Wobei, wir brauchen 4 freie Plätze. Wir brauchen 4 freie Plätze im Inventar. Shit. Wartet mal, ich muss noch mal. Ich muss leider noch mal zurück. Es tut mir leid. Was ein Hin- und Hergerenne. Aber es ist ja nicht weit. Ne? Es ist ja ziemlich übersichtlich hier. Okay. Das heißt dann... Einmal noch mal in den Speicherraum. Und die Sachen weglegen, ey. So, sehr schön. Dann steht in der nächsten Folge tatsächlich die Eliminierung der Pflanze 42 an. Sehr schön. Und ja, dann legt bitte das die Medizin erstmal weg. Wir brauchen nämlich 4 freie Plätze. Und ja, dann sind wir auch schon am Folgenende angekommen. Ich gehe jetzt da noch hin und dann... Ja, genau. Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die hier weiterhin zuschauen. Das ist echt super, dass ihr dabei bleibt. Finde ich gut. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, liebe Leute, in der nächsten Folge, sehen wir beim nächsten Mal. Und da werden wir die Chemikalien zusammenmischen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.